wie deine Schatzkammer plündern. Also ich glaube, mit Kupferschlüsseln werden wir hier zugeworfen, wie nichts Gutes. Und ja, die haben wirklich eine Mindestreichweite, die Eiskerlchen hier. So. Aua. Das ist nicht so schön. Kommt mal hier, ihr beiden Bogenschützen. So. Genau, Feuer einfach. Wir hauen dich. Wow. Ziehen uns dann zurück. Und hauen dich wieder. Plus ein Armor. So, bringen wir mal ein paar von denen hier zum Platzen. Dass wir eine kleine Gegnermenge wieder hinter uns her haben. Und dann hauen wir ordentlich, damit wir eine Combo bekommen. So, falsche Taste. Ich wollte es so haben. So, genau. So, noch mehr Dinger. Wir sollten nicht zu nah rangehen, wenn wir sie zum Platzen bringen. So. Und wieder die Schleime weghauen, die zum Glück ziemlich schnell weggehen. So. Kommt. Könnt ruhig kommen. So, auf dem Wege können wir ein bisschen Leben regenerieren. Weil das sieht gar nicht so gut aus, unser Leben. Wenn wir nicht dauernd vergiftet werden. So, genau. Kombo hält an und wir regenerieren etwas Leben. Das sollten wir übrigens auch unbedingt noch steigern beim Kombo-Meister. Dass wir mehr regenerieren. Wow. Gut, hier sind wieder jede Menge Spawner und Skelette. Erstmal die beiden Bogenschützen ausschalten, dann die Spawner. Da ist sogar noch ein dritter Bogenschütze. So, noch mehr Bogen... Sag bloß, ihr spawnt jetzt auch noch Bogenschützen. So. So, weg mit euch. Und wir haben wieder Combo. Jawohl. Das heißt, gucken, dass wir die Spawner loswerden. So, lassen wir ein paar von den Dingern platzen. Und ein Trank einsacken. Wieder ein Lebenspunkte-Trank, hä? So, noch mehr Spawner töten. Vendor-Münze einsacken. So. Noch ein Spawner und wir haben eine riesen Meute hinter uns, sehe ich gerade. Aber das ist alles kein Problem. Die vergiften sich sogar gegenseitig. So. Und weg mit den Schleim. Genau, so leicht geht das. So, noch ein paar Sachen zerdippern. Hier können wir den Rückweg aufmachen. Also ja, ich denke mal, dass es der Rückweg einfach ist. Und ich finde hier leider nicht ganz so viele Secret-Sachen, muss ich ehrlich zugeben. Das meiste war bis jetzt hier irgendwie Glückssache. Ja. Gucken wir es da oben lang weiter oder gucken wir, ich glaube, gucken wir es hier unten lang weiter. Viel kann es hier ja nicht mehr geben. Außer ein paar Fässern zu zerdeppern. So, die Blobs hier noch aktivieren. Dabei nicht zu nah an sie rangehen. So, kriegen wir noch mal ein bisschen Heilung und Würmer. Ja, sogar Würmer mit Spawnern. Wow. Also gut, die machen nicht mehr ganz so viel Schaden. So. Was öffnet das hier? Noch ein Durchgang zurück.
Also ja, Rückwege haben wir mehr als genügend. Und wir haben auch mehr als genug Bronzeschlüssel. So, neues Ding geöffnet. Wir könnten wirklich bald mal bei dem Health-Händler vorbeigucken und uns noch ein Health-Upgrade besorgen. Bei dem Geld, was wir schon haben. So. Uah. Ja, also Gegner. Aber da gibt es zum Glück was zu essen. Wow, da schleicht sich einer von hinten an. So, euch loswerden und dann euch loswerden. So geht das. Also ja, ich habe wirklich nicht untertrieben, als ich gesagt habe, das hier ist ein richtiges Schnitzel-Rollenspiel. Wobei das Schnitzeln ziemlich viel Fun macht. Aber wir auch aufpassen müssen, dass uns die Irokesen-Skelette nicht töten. So, noch eine Bank. Und ich glaube, hier geht es... Ja, hier geht es echt zurück. Wow, nicht von hinten anschleichen. So, noch eine Tür zum Aufmachen und Geld plündern. Und Spikes deactivated. Also ja, hier geht es zurück. Und zwar ganz zurück ins Anfangsgebiet. Schnappen wir uns mal die Vendor-Münze. Boost. Vitality-Händler. Gut, hier gehen wir mal rein. Und ich habe immer noch nicht dieses Secret hier gefunden. Okay. Move Speed. Increases Move Speed von 0,9 zu 1. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und Health Pool höher. Genau. So. Und beim Combo Meister verbessern wir jetzt noch das Combo Healing. Von 2 zu 4 pro Sekunde. Sehr schön. Combo Nova brauchen wir nicht unbedingt. Combo Timer. Make it easier to chain combos by increase the combo timer from 1 to... Nein, wir heben uns das restliche Geld für den Waffenschmied auf. Definitiv. Vielleicht haben wir Glück und finden da oben noch einen goldenen Schlüssel, wo wir jetzt hin zurückgehen. Und ja, man merkt, wir sind schon mal etwas schneller durch das, Movement Upgrade. Und wir dürften jetzt auch dann einiges mehr aushalten, dadurch, dass wir nochmal Lebenspunkte gesteigert haben. So, jetzt geht es aber erstmal hier wieder hoch. Und dann aktivieren wir erstmal hier das hier. Wow. Okay. Erst die Spawner loswerden. Wow. Au. Das hat uns erwischt. Das ist nicht. Boah, hier hinter der Säule verstecken ist eine gute Idee. Und wir haben den Combo aktiviert. Sehr gut. Gut. Verstecken. So, letzter Spawner kaputt. Und diese Skelette ausschalten, diese Irokesen-Skelette. So. Jetzt müssen wir das Ding vernichten. Wow, bevor es uns vernichtet. So, wieder weg. Hier sind wir ja einigermaßen sicher. Vendor-Münze einsacken. Hier die Viecher rauslocken. Und töten. Gut. Und ein Goldschlüssel. Ja, es war sehr gut, dass ich die... dass ich das Geld aufgehoben habe. So, damit gehen wir dann erst einmal zum Waffenmeister mit dem Goldschlüssel. Okay, da gibt es einen Weg von Stufe 7 aus wieder runter. Den wir dann auch gehen können.
Hier gibt es nichts mehr, soweit ich das sehen kann. Also hier haben wir alles aufgedeckt. Nur da drüben ist noch ein Weg von Ebene 7 aus wieder runter. Es gibt übrigens auch, das hier ist ja Ebene 4, von Ebene 4 einen Weg zurück auf Ebene 1. Ins Startgebiet, da wo wir die anderen Helden verloren haben. Nach dem sollten wir auch Ausschau halten. Wahrscheinlich ist das sogar der Weg da oben. Gut. An der Falle vorbei. Hier können wir durchgehen, aber hier gibt es ja nichts. Ich würde lieber gerne wissen, wie ich nach hier komme. Da oben ist eine Treppe, aber ich kann nicht sehen, von welcher Seite aus sie hochführt. Okay, aber jetzt erstmal Offense. Charge Damage. Sword Arc. Also den increase ich auf jeden Fall mal. Increase Charge Range. Nee. Also das ist die Reichweite von unserem Special Move. Und das hier ist die der Schaden von unserem Special Move. Nee, ich will lieber Sword Damage selber steigern. Dazu brauche ich allerdings mehr Geld. So, jetzt haben wir die Ebene schon mal abgeschlossen. Also können wir jetzt mal nach Ebene 5 hochgucken. Okay, es wird uns schon mal angezeigt, dass alle Händler unten sind. So, erstmal weg mit euch. Bessere Heilung kriegen, das ist sehr schön. Auf jeden Fall brauche ich viel mehr Geld, um das Damage Upgrade zu holen. Das will ich nämlich als erstes haben. Ich will die Gegner nämlich schneller wegschnetzeln können. Und zwar nicht nur immer im Combo-Modus, sondern auch so. So. Also ja, der Combo-Modus ist wirklich Gold wert. Geld, Geld, Geld. Und noch ein Loch zum Weghauen. Okay, von Ebene 5 geht es auf Ebene 4, gibt es einen Weg. Dort liegt schon mal ein Ammo-Upgrade. Das sollten wir nicht vergessen. So. Wow. Wow, 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 wow. Das wiederum ist jetzt nicht so schön, dass wir fast tot sind. Nur weil ich zu unvorsichtig war. Schlucken wir lieber mal unseren Trank, den wir haben. So. Und dort drüben scheint wieder dasselbe Teleporter-Spielchen zu sein. Erst einmal hier das Skelett weg. Und dann die Blobs aktivieren. Und Münze teleportiert. Sehr schön. Münze. So, Skelette weg. Bogenschützen weg. Und da sind wieder zwei so Irokesen-Skelette. Einfach rückwärts laufen. Was auch immer diese Faden machen, ich will sie nicht stehen lassen. So. Noch mehr Skelette weg. Und nochmal ein Boost. So. Also ja, ich verzichte auf die Boost-Nova, wie man gemerkt hat. Oder die Combo-Nova. Oder wie sie auch immer heißt. Weil mehr Damage machen brauche ich wirklich nicht im Combo-Modus. Also irgendetwas, was für mich mehr Damage macht, besser gesagt. Weil ich mache mit meinem Schwert genug Schaden, wenn ich im Combo-Modus bin. So, jetzt kommt was Mieses.
erstmal die beiden weg, weil hier ist eine ziemlich offene Fläche voll mit Spawnern. So, die ich erstmal weghauen möchte. So, noch ein Spawner weg. Noch ein Spawner weg. Noch ein Spawner weg. Gucken, ob noch irgendwo einer rumsteht. Hier hinten ist auf jeden Fall schon mal ein Schlüssel. Und der Weg weiter wird mal annehmen. Noch mehr Skelette. Okay, die Irokesen-Skelette sind schon mal nicht ohne. Und in einer Meute drin stecken bleiben ist auch nicht so ungefährlich. Ach, das machen die Banner, wenn sie fallen gelassen werden. Sie machen einfach die Skelette stärker. Okay. Damit kann ich arbeiten. So. Weg mit euch. Dort unten will ich auf jeden Fall als erstes rein. Da ist nämlich eine Truhe drin. Mal sehen, was uns die Truhe da zu bieten hat. Neben den Irokesen-Skeletten. Wow. Weg, du blödes Banner. Ah ja, ein roter Kristall. Und Geld. Geld, 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 Geld. Also ja, wir hätten jetzt schon genug Geld. Ich glaube, dafür gehe ich auch sogar mal zurück, weil wir sind ja noch ziemlich weit am Anfang von der Ebene. Gehe ich kurz zurück und hole mir mein Waffen-Upgrade. Natürlich erst, nachdem ich hier oben geguckt habe. Okay, das ist mies. Ah. So, erstmal weg mit den Nahkämpfern. Weg mit dem Spawner. Weg mit den... Wow. Okay, erst ein Damage-Upgrade. Und Leben einsacken. So. Und ja, ich gehe wirklich den ganzen Weg zurück. Bei mir ist gerade das Damage-Upgrade sehr viel wichtiger. So. Weil wir machen ja schon durch die Gegenstände, die wir jetzt eingesammelt haben, mehr Damage. Also wir haben ja schon ein paar so Schwertbonis eingesackt. Aber noch mehr Damage wäre natürlich nice. Also, hallo Kumpel. Sword Damage bitte. Ach ja, und die Charge Range dann auch, wenn wir so viel Geld über haben. Gut. Beim Trankhändler könnten wir uns jetzt einen Heiltrank kaufen, will ich aber nicht. Ich will damit auskommen, was wir haben. So, jetzt müssten wir etwas weiter dashen können. Jupp. Ich würde gerne mal demnächst die anderen Fähigkeiten freischalten, aber dafür brauche ich wohl den passenden Händler. So. Durch und Mana aufsammeln. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie die Stacheln deaktivieren. Das geht vielleicht hier rum. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt und Essen. Oh Gott, ein Banner. Banner nicht gut. 69 Leben. So, sacken wir das hier mal ein. Und aktivieren mal den Speicherpunkt hier. Sicher ist sicher. So, weg mit dem Banner. Ja. Ich habe so das Gefühl, hier geht es weiter. Deswegen sollte ich eigentlich erstmal in die andere Richtung gehen. Aber kurz ein paar Skelette töten, damit ich mich ein bisschen heile. So. Hier den Spawner töten. Hier unten ein paar Skelette zusammenziehen. Da ein paar.